Viele Unternehmen benutzen heute Safari und Firefox-User als Testumgebung und gucken sich an, okay, worauf reagieren diese Menschen, wenn ich sie eben nicht persönlich identifizieren kann, sondern nur aggregiert. Ob Sie das Gefühl haben, diese Seite ist etwas für mich, weil das ist eigentlich das Einzige, was den Nutzer interessiert.